Okay, wir gehen rein, Chat. TikTok-Reactions, beliebteste Format. Alter, Digga, ich muss mir das mal angucken, ne? Corey reibt sich jedes Mal so die Hände. Ich habe ja gewusst, dass die gut ankommen, aber die Teile haben ja immer 200.000 Aufrufe. Das ist ja völlig, völlig geisteskrank. Boah, wie lange kam kein TikTok mehr? Eli reagiert auf lustige und cringe TikToks. 272.000 Aufrufe. 263.000 Aufrufe. Oh, guck mal, das hat nur 200. Geil, geil, geil. Nichts gesehen. TikTok, cool. Geil, geil. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kuss. Wir gehen rein. Me? No. Why would I be flexing? I mean, I have sort of been hitting the gym, so if you wanted to see how it's going... Good news! Mein letztes Hemd drauf ist natürlich auch, ne, aber... Das ist doch safe fake. Das ist bei H&M. Elevate 10 cm Theorie. Der hat's selber aufgehangen. Ja, ja. Muss. Also das geht ja sonst gar nicht. Bruder, ist das in Koblenz? Ja, Bro. Koblenzer. Der DFB-Pokal, wie wir alle mitgefiebert haben. Die spielen gegen Frankfurt, die gewinnen gegen Frankfurt. Und ich hab mir dann sehe ich so die Bilder, wie wir die sich so freuen. Ja. 1-0. Und ich dachte so, fuck man, ich kann sowas nie wieder in meinem Leben erleben. Ach ja. Wo hat er das gesagt, Chat? An die treuen Supporter, wo ist das Zitat her? Also woher ist das Voiceover? Im Karriereende-Video. Und da siehst du, Corey, dass du ein kleiner bist. Das ist aus dem Podcast von gestern. Ausrufezeichen Podcast. Ernst, das ist im Karriere-Videoende. Nein, ernst. 5 Gift-Subs? Corey, 5. Jetzt? 5? Ja, nein. Schnell, du musst antworten. Du hast keine. Lass mich. Siehst du? Man hört mich sogar am Anfang. Guck jetzt. Man hört mich am Anfang. Willi dieses Jahr, Digga, DFB-Pokal. Wie wir alle mitgefiebert haben. Spielen gegen Frankfurt. Ah, stimmt. Und ich klatsche in die Hand. Stimmt. Achtet auf dieses Genuschel von mir. Willi dieses Jahr, Digga, DFB-Pokal. Wie wir alle mitgefiebert haben. Spielen gegen Frankfurt. Der redet nicht, okay, weil du ein kleiner Dulli bist. Scheiß Glückscheißer. Hör doch mal meinen Podcast, Junge. Und mach hier nicht die eine große Welle. Podcast, super, Chat. Jeden Dienstag, checkt aus. Das ins Video, Corey. Wenn es nicht im TikTok-Reaction ist, dann raste ich aus. Voll dumm. An Attas Bruder, oder ich glaube ja, dass das immer noch Atta ist, er muss damit aufhören. Er bietet den Hatern, ich gucke mir Kommentare an, Bruder, gefühlt, am Anfang haben ihn Leute, glaube ich, wirklich deswegen so, aber mittlerweile kommentieren die das, damit er in diesen Videos darauf, also die kommentieren das, damit das so ist, damit er darauf reagiert mäßig. Er darf den keine Aufmerksamkeit schenken. Es fühlte sich für wenige Sekunden so an, als hätte Davy Selke der Welt gezeigt, dass er besser ist als Messi. Zumindest legte das sein Jubellauf nahe. Klar, sein Treffer zum 1:3 gegen die Eintracht war schön geil anzusehen, brachte der alten Dame nur gar nichts, denn am Ende verlor man mit 1:4. Also ich finde, die Medien haben ein bisschen übertrieben. Ich fand dieses Ohr hier Quatsch ein bisschen, aber sonst seine Reaktion völlig okay nach so einem Traumtor. Sonst, ist er, was, wenn er ihn gar nicht gejubelt hätte, hätte man gesagt, ihm ist das alles scheißegal. Deswegen, ich hätte mich auch schon gefreut, aber das Einzige, was ich nicht gemacht hätte, wäre dieses Ohr hier. Aber sonst, ich weiß halt nicht, was die Medien meinen, dass er sich freut nach so einem Tor, ist doch okay. Das Einzige, was mich gestört hat, war dieses Ohr, aber ich finde, die ganzen Medien übertreiben so krass alle. Guck hier, das, sonst eigentlich alles richtig. Selke Weltmeister geworden. Alles Gute von mir. Selke hat mehr gejubelt als Götze im WM-Finale. Ja. Denkt ihr, Selke hat aufgehört zu jubeln? Ja, die kritisieren halt sein Jubel, ne? Gerade jubelnd an meiner Haustür vorbeigelaufen. Die kritisieren sein Jubel. Und das ist halt, ja, Unsinn. Man nimmt eigentlich den Ball, ja, aber die übertreiben halt ein bisschen, finde ich. Ich fand auch Quatsch, dass er hier, das war ganz großer Quatsch, aber sonst. Tarik Tusudali. Digga, das war, was ist das für eine Liga? Fand er jetzt nicht so witzig. Ey Bruder, der Witz war so schlecht. I run away from you. Ey Jungs, eure Witze waren so schlecht. Ich glaube, ich pep sie ein bisschen auf. Jungs, irgendwie habt ihr es alle so nicht mit Witze. Deswegen werde ich mein Vater heute Nacht einblasen. Das ist jetzt geil, das kenne ich. Ey, selber. Junge, ich weiß nicht warum, aber der Typ lebt auf meiner For You-Page, ne? Und ich gucke mir seine Videos auch immer irgendwie an, so. Was sagt er denn da immer? Eigentlich müssen wir beim nächsten Ding das reinmachen, ein Video von ihm. Ich kenne den nicht, ne? Ernst, Bruder, der hat Millionen Likes auf seine Bilder. Der schießt ein Tor, ein schönes Tor, auf irgendeinen Ackerplatz mit seinen Stollenschuhen. Dann rennt er los, dann zieht er sein T-Shirt aus und dann spannt er seine 12,5 Kilo rein und macht irgendwie, redet der, was ich, Portugiesisch ist das, glaube ich. Und versteht, ja, das schreit da mal rum. So wie er hier.
Chef war einfach und alles so macht ihr nach. Ja, wie cool. Das ist der CR7-Sohn. Echt? Das wusste ich ja gar nicht, Chef. Danke, dass ihr es mir nochmal gesagt habt. Hier, das ist der. 6 Millionen Follower. Golazo! Aqui no Brasil, meu Deus! Obrigado, senhor! Sim! Receba! Gol de placa, eu tenho que ganhar o prêmio de melhor do brasileiro e de golaço do mundo! O melhor jogador do mundo! É o cara da luva de primeiro! Receba! Top-Kommentar, hey Seba. Deswegen habe ich doch auch heute meine Story gehabt. Die haben aber nicht alle gecheckt. Dann haben mir darauf welche geschrieben, hey Edi, kannst du vielleicht auch meine Stadt grüßen? Hier, grüße Seba. Das haben viele nicht gecheckt. Aber alle Videos sind von ihm so, ich check's nicht. Das sind ja schöne Tore, aber wieso gehen die so viral? É o cara da luva de Predeiro, imparável, empacado. Sim, receba, cara da luva de Predeiro, o melhor de todos. Obrigado, meu Deus. É o cara da luva de Predeiro, o melhor do mundo. Obrigado, pai. Bem português, eu tenho keine Ahnung. É, caraca! Cara da luva de Predeiro é o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba, aqui é do Brasil. Aqui é do Brasil, meu Deus. Tamo ter fé em Deus, que nós chega lá. Não desista do seu sonho não, parceiro. Nunca. Receba. Receba. Kannst du vielleicht Portugiesisch? Er sagt für die Believer auf Portugiesisch. Der redet da aber einen kompletten, der redet da 100 Jahre, der sagt noch ein bisschen mehr. Wie er vorher guckt, Digga. Mädchen 221. Ist es Willi? Willkommen zu meinst du Stadt? Ja, Dresden und du. Ja, okay, ist auch gut. Okay, wie groß bist du? Ungefähr so 1,78. Guck an den Bruder. Alles safe fake. Also an alle, die denken, sowas ist real, bitte nicht drauf reinfallen. 35 Follower, 0 Beiträge, sowas ist immer fake. Falls euch jemand so anschreibt hier mit irgendeinem Mädchen, das Profilbild, immer fake. Lasst euch bitte nicht verarschen. Ach so, ehrlich? Dachte, wäre echt. HDF, Junge. Viele denken, dass es echt ist. So ein Eldos, wer hätte da geschrieben, hey, na, wie geht's denn so? Was ist denn hier los? Wenn er Eli Geller Sidney und Willi guckt. Und Marc. Willst du ihre Nummern? OMG, Roffel. Hat Timme kommentiert. Hat Timme nicht eine Freundin? Timme, bleib ruhig. Nice, aber simples Videochat. Oh nein. Oh nein. Ich distanziere mich davon. Leichte Wolke sind wir. Ich distanziere mich davon. Es fängt mit der Milch an. Also ich distanziere mich davon. Das ist so krasser Quatsch, Digga. Leichte Wolke. Hallo Willi. Hi Willi, was geht? Hä, wieso kann ich nicht Vollbild machen? Hey, Willi, was geht? Guckt ihn euch an, Chat. Das ist Mika. Das ist Mika, Leute. Was hat Fem? Und er bannt euch immer weg. Du bist ein Fem? Du bist dumm! Ach, so schlimm, Digga. Was reimt sich auf Drake? Ich hab Bock auf einen Milfshake. Wer hat es geliked? Ich sag Kalle. Ah, Digga. Nicht lustig? Ey, Dons. Alia hier. Komm schon, Top-Kommentar von Omar. Mit einem scheiß Bonbon. Sag mir die drei A's, dann glaube ich dir. Auskundschaften an, wie sie ihrem Auslösch. Erwin, lass mich liegen. Ey, das danke, dass du meine Katze gerettet hast. Aber viele werden da auch gehatet, ne? Milch. Mittlerweile werden die viele auch. Ich sehe sowas öfter. Und das ganz oft in den Kommentaren sowas wie: Ja, das machst du wegen Dixer. Wegen Kicks und so. Vielleicht sind die wirklich Supporterin, vielleicht ist es Juicy Lara. Sure, mate. You can't park this, huh? Ey, alle schreiben mir, wo bist du? Ah, nein. Wo bist du?
Hey, wo bin ich wohl? Ich bin... Drei Tage draußen Paris und ich hab Races auf mir right now. Pushe Packs, brauche Haze und das weißt du auch ganz genau. Ich lauf Strap und ich trag mein Gavas durch die Innenstadt. Ich bin... Es geht aber. Es ist cringe. Ich dachte, was kommt, was cringe ist. 19 Leute, aber deine Kameraführung ist bodenlos. Du filmst so, wie so ein Zweijähriger des Tor. Was ist das? Hey, Golle, if there was anything you could get for him for his birthday, what would you get? Maybe I would invite him to Paris, maybe. Oh! Yeah. Yeah. But the last time when I was in Paris, huh, he gave me a very funny. Oh, you remember that? You saw that? Aua! So wahr ich hier sitze, ich schwöre auf Money, ich habe jemanden mal so getunnet. In Eck. Real talk. Ich habe das wirklich auch mal geschafft. Ich kann den Trick sogar. Warte. Ich brauche einen Ball. Ich habe 3 Versuche, okay? Aus dem Kalten heraus. Es ist 2 Uhr morgens. Warte, ich muss erstmal eins werden. Okay, ich gehe rein. Sieht man das? Haben wir es gesehen? Habt ihr es geschafft? Haben wir es gesehen? Ich kann den Trick. Okay, jetzt habe ich es nicht geschafft zum Beispiel. Hier, Eck. Ha, ihr seht es. Oh, man sieht es nicht so gut in der Cam. Aber ich kann den Trick. Hattest du da dieselbe Hose an? Mit der Hose habe ich es auch geschafft. Es ist ja nicht so, dass ich hier Lügengeschichten erzähle. Es ist die Wahrheit. Ich kann den Trick. Super. Ägyptischer Messi, ihr sagt es. Guck jetzt. Mit kleinem Ball ist es einfach. Und das ist es nämlich. Mit dem kleinen Ball ist es schwieriger als mit dem großen. Kann ich auch. Ich habe auch jemanden mal so getunnelt. Ich schwöre, ich habe es so geschafft. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Die DFL hat die TV-Rechte für die Bundesliga-Saisons 32-33 bis 35-36 verkauft. Ab der kommenden Saison verteilen sich die Bundesliga-Partien wie folgt. Das Freitagabendspiel geht exklusiv an BibelTV. Mit den 15:30 Spielen am Samstag wechseln sich Sky und Nickelodeon im 2-Wochen-Rhythmus ab. Das Abendspiel wird hingegen von DAZN übertragen. Allerdings nur die erste Halbzeit, die zweite gibt es dann bei Amazon Prime. Bei einer Inzidenz von weniger als 600 darf RTL Plus das Sonntagsspiel übertragen. Liegt die Inzidenz höher, gehören die Rechte BILD-TV. Das wieder eingeführte Montagsspiel gibt es dann immer kostenlos auf dem Telegram-Kanal von Michael Wendt. Guck mal, wie das aussieht. But football is the greatest sport of all time. I mean, it is the world sport. Top-Kommentar, Edi muss Trainer werden. Es war einfach von Anfang an einstudiert. Digga, das Schlimme ist, das ist ja wirklich sogar so, ne? Also, achtet mal auf meine Handzeichen. Obwohl, irgendwie doch nicht. Warte, lass mich noch mal. Mit viel Fantasie? Ja, okay, doch. Einfach gleiche Tor wie damals Ronaldo, so halb. Ja, okay, doch nicht. Hätte dieses Tor Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Mbappé, Neymar oder sonstiges geschossen, dieses Tor wäre auf allen For You-Seiten, auf allen Twitter-Fanpages, auf allen Insta. Das ist so krass. Komm, Junge, mach Flitzer jetzt! Was? Was soll man das machen? Digga, so ein Video würde ich einfach vor, ich würde es machen oder Willi oder Sydney. Willi wahrscheinlich. Das würde so viral gehen. Hier, guckt euch an, ich hab's gerade gesagt. Hä? Ich hab ein bisschen Angst, ne? Ja, Robert, wann wechselst du zu Fenner? Aber warum machen das immer, die fragen immer, ja, geiler Fenner, das machen die immer, das ist ein Insider bei denen, oder? Das ist Spaß. Kommt du Besiktas, kommt du Gala, kommt du Fenner. Sag mal einen Anmachspruch, den dir ein Typ schon mal gedrückt hat, der am schlimmsten war.
Dings, mein Kühlschrank ist kaputt, darf ich mein Würstchen bei dir reinstecken? Was darf ich mein? Würstchen bei dir reinstecken. Willi, warst du das? Nö, aber aufgeschrieben. Aufgeschrieben. Nicht so schlecht. Naturgemäß. Kommt bestimmt gut an, Chat. Ist okay. Einfach testen. Daraus lernt man. Ja. Bro, weshalb sieht man dich nicht mehr feiern? Feiern, was gibst du feiern, Mann? Feiern kannst du, wenn du mit 45 in Rente gehen kannst, Alter. Feiern kannst du so, du kannst auch feiern, ohne dich wegzupieken und dir eine Wodkaflasche in einem Club zu bestellen und Selfies zu machen die ganze Zeit. Du kannst auch cool sein, rausgehen und Sport machen so oder mit deinen Jungs sein und einen Kaffee trinken gehen. Ey, ich sitz mit gemachten Männern. Ja, das kriegt von mir ein dickes +1-Chat. Gute Meinung, das unterschreibe ich so, muss ich ganz ehrlich sagen. Lüge, ja, es kommt drauf an, wie du gestrickt bist. Man kann natürlich mal feiern gehen, aber ich sag auch, es gibt viele Leute, die gehen auf Krampf feiern. Natürlich nicht alle, um irgendwie was ihren Snapchat-Followern oder Insta-Followern irgendeine Story reinzudrücken. Das cringeste ist ja, wenn die ihre Uhr reinzeigen und dann da mit, keine Ahnung, Champagner oder so rüber. Oder wenn die dann so eine Story machen, wie sie am Tisch sitzen und dann machen sie cool in der Story und dann später sitzen sie wie so kleine Schuljungs in der Ecke rum und wenn dann X-Lara zu denen kommt und sie ausnutzen und die X-Lara nutzt die ja nur aus, um Alkohol zu bekommen, um sich dann von irgendeinem Playboy dann knallen zu lassen. Das ist halt, ne, das ist halt dieses Cringe. Aber wenn jemand feiern gehen will mit seinen Jungs, weil jemand Geburtstag hat oder sonstiges, das ist was anderes. Aber ich sag auch angemäß, wie heißt es, angemessen, feiern, er hat's gut gesagt. Bradley donated 1 pound and 79 pence through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey! It's a happy birthday, man. If someone, you know I can. In the so cold, I don't know nowhere. I broke just out of. Digga, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bitte an die Messi-Fans, entspannt euch mal. Heute eine Situation, wo ich gesehen habe, boah, Messi ist wirklich langsam geworden. Also, was jetzt im Vergleich zu früher Messi langsam. Habt ihr die Stelle gesehen, wo Modric ihn abkocht? Das war zweite Halbzeit, 80. Minute oder so. Da habe ich mir gedacht, Bruder, da hat ihn Modric so 4 Meter abgenommen oder so. Ich tue es nicht. Nee, ich sag nur so Tempo verloren auf jeden Fall. Im Vergleich zu früher, das ist ja normal. Guck mal, Top-Kommentar. Oder ist nicht Top-Kommentar, aber guck mal, wer kommentiert hat. Finished. Bro, if this would happen to Ronaldo, hat alles kommentiert. Oh, nee. Alles wächst sich übrigens immer noch ein. Daddy, also, Daddy, Daddy, Daddy. Daddy. Frauengeschmack ist pervers. Er hat sich schon mit einer getroffen, die war im Gefängnis. Ich konnte nicht mehr, ne? Ich hab mir fast eingekackt, ne? Ich hab mir wirklich fast eingekackt. Ist scheiße. Digga. Da hatte ich auch meine Hose an, Mann, Alter. Was? Okay. Warum Hashtag Gefängnis? Fokus. So. So. Digga. Wow. Müllobby, haben wir gesagt. Wow. Hey. Weil das will, ach so, Wahnsinn. Wie kann man Füße ästhetisch finden? Ich check das nicht. Dass sie gepflegt sein müssen, ist klar. Aber so richtig geil? Wie kann man denn Füße geil finden? Jetzt 1:1. Also heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Donnerstag spielen wir immer Among Us. Guckt euch das an. Das bin ich. Das ist meine Geschichte von Among Us. Meiner Meinung nach kann ich nicht gewinnen Among Us. Erstens, wenn Sydney lebt und Willi, werden die mich immer beschuldigen. Einfach so. Wenn mich irgendjemand auf dem Schirm hat, dann werden Willi und Sydney mich melden. Egal was ist. Einfach so. Wenn es der kleinste Verdacht ist. Das heißt, ich darf die komplette Imposter-Runde darf ich nicht einmal annähernd irgendwie in Verbindung gebracht werden. Wenn
wenn ich Sydney oder Willi aber kille am Anfang, damit das nicht passiert, gehen die anderen alle auf mich. So. Die gehen alle auf mich, weil Willi und Sydney weg sind. Weil ich die ja angeblich immer killen möchte, was gar nicht stimmt. Das ist ein riesengroßes Problem. Und als Crewmate, ja, das ist auch immer so. What? Guck jetzt. Guys, it's Red. What? No, I literally saw a purple vent. He's the imposter. No, I didn't do that. Ja. Das, was soll ich erzählen? Und dieses, du darfst nicht so viel reden, bla 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 bla. Wenn ich so viel rede, bin ich sass. Wenn ich nicht so viel rede, bin ich sass. Edi, sag was. Oh, wow, wow, wow. Immer, ich kann gar nicht gewinnen. Ist unmöglich bei mir. Life is very short. Dass ich beschuldigt werde, ist, finde ich, aufrecht. Das ist übrigens auch wieder ein Tweet von Dings da von mir. Die letzten waren alle von mir. Der war von mir, der war von mir, der war von mir, der war von mir, der war von mir. Life is very short. Look at me. Guck jetzt, hört dem Mann zu. Hey, look at me. Life is very short. Dude, if there's a chick that you dig, fuck it, go up to her. Oh, I don't know what to say. What if I get you're saying like you see a girl on the street. Who cares? Who cares? No, but I think you're gonna get rejected. Get rejected. Who cares? Das ist wirklich so, Chat. Wenn ihr ein hübsches Mädchen seht, geht da drüber, geht rüber, fragt nach der Nummer. Wenn sie euch nicht die Nummer gibt, ist doch nicht schlimm. Ihr seht die eh nie wieder. Und wenn ihr sie seht, wenn sie ein vernünftiges Mädchen ist, wird sie euch nicht hardcoren. Sie wird nur sagen, ja, okay, ich hab einen Freund oder so. Aber wen interessiert's? Das Thema haben wir ja selten. Halt die Fresse, Kore. Vielleicht würdest du dann eventuell jetzt mit deiner Freundin irgendwo liegen und nicht vor deinem scheiß PC mit schon deinem nächsten schmutzigen Filmchen parat, wo du dir gleich die Gurke draufstellst, wenn der Stream hier zu Ende ist. Vielleicht würdest du mit deiner Freundin da sitzen, wenn du sie mal fragen würdest. Kein Überlast, siehst du? Wirklich, Early. Er hat recht. Der Mann hat recht, Chat. Was soll ich euch erzählen? Also, Statement zum Ding. Wir hatten auf jeden Fall bessere. Da waren ein paar gute Lacher dabei, ne? So ist es nicht. Waren aber auch viele so nicht so coole dabei. Nicht lustige. Nicht lustig. Aber waren ein paar dabei. Ich gebe den ganzen Ding eine. Guck nicht im Chat. Ich gebe den ganzen Ding eine 6 von 10. Max. 5,5 bis 6 von 10. Jetzt gucke ich in den Chat. 5, 6. Nee, nicht 6. Save 5. Ja, 5. 5. Ich würde auch sagen 5. 5 von 10. Macht euch mal wirklich wieder auf die Suche nach lustigen TikToks. Wenn ihr da draußen lustige TikToks seht, markiert diesen Kanal da, Edi Geller Kanal, und ihr könnt mit eurem Video hier auch reinkommen. So ist es nicht. Everything has changed. Every day.